Oh, scheiße, da liegt ja eine Person. Oh nein, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Keine Fackel werfen. Nein, 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 keine Fackel werfen. Okay, gut. Ja, die Person wurde lokalisiert. Ach du Scheiße. Madame? Was ist passiert? Hören Sie mich? Ich hab Schmerzen, aber nur leicht. Ich hab Schmerzen. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Police Simulator Patrol Officer. Ich würde ihn ganz gerne eigentlich eher Polizeisimulator nennen, aber was sollst du auch anderes machen? Wir sind jetzt schon mal ein bisschen weitergekommen. Wir haben nämlich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, einen Streifenwagen uns zu nehmen. Und das würde ich jetzt einfach mal ganz gerne machen. Wir nehmen uns jetzt mal in die schöne Tagesschicht und fahren hier mit dem Fahrzeug durch die Gegend. Bin mal gespannt, was da alles so Schönes auf uns wartet. Da sollen wir Strafzettel ausstellen. Hallöchen, Mäusekind. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. So. Da bin ich mal gespannt. Haha. Da ist er ja. Ah, ich find's cool. Also ich will auch nicht unbedingt diesen richtig modernen Wagen. Die sehen natürlich auch schick aus, aber das hat hier so ein bisschen so noch 90-Style. Und das ist, ich glaube, eigentlich normalerweise waren es immer Ford-Fahrzeuge gewesen. Cool. Ford steht da vorne, Ford drauf. Ne, steht da nicht drauf. Oh, Kofferraum öffnen können wir. Da haben wir Notlichter. Wir können Ausrüstung auffüllen. Warum auch immer. Cool. Dann steigen wir mal kurz ein und gucken uns das Ganze mal hier an. Wow, so geil im Cockpit. Wie geil ist das denn? So, beschleunigen. Warte mal, ich will mal kurz mal gucken. Nee, schade, mit dem Lenkrad funktioniert das hier nicht. Aber hier ist Lenken natürlich. Beschleunigen, bremsen. Hallo? Okay. Blaulicht. Sirene. Okay, nochmal Sirene. Ah, ich glaube, das ist, glaube ich, das, wenn man jemand anhalten möchte, wa? Oh, das ist natürlich richtig geil. Gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir auf Streife. Oh, cool. Blinken können wir auch. Ja, okay, gut. Geschwindigkeitsmessung. Ah, okay. Wenn wir nah genug dran fahren, dann können wir Geschwindigkeit messen. Ah, guck mal, jetzt geht's nämlich weg. Alles klärchen. Ich fahre zu schnell, okay. Ich glaube, ja genau, Tempomat gibt es hier nämlich auch mit Elbig für hier mit dem Xbox-Controller und dann kannst du hier... So, hier biegen wir aber jetzt mal ab. Ja, und dann fahren wir hier einfach so ein bisschen Streife. Gucken wir mal ein bisschen. Kann ich jetzt hier ein bisschen schneller eigentlich fahren? Gib jetzt einfach Gas. Wow! So. Was? Rote Ampel war das aber nicht. Geil. Wie schön ist das denn? Gut. Was machen wir jetzt hier genau? Wir achten jetzt so ein bisschen. Wird ein bisschen schwierig jetzt. Geschwindigkeit könnten wir zum einen natürlich ahnen. Oh. Oh. Oh, hier war einer mega laut gewesen, kann das sein? Bleibt er jetzt hier stehen? Wie ist es jetzt hier? Weil der ist ziemlich laut. Boah, alter Falter. So. Tut mir leid. Scheiben runter. Hey, Scheiben runter. Hallo. Machen Sie Scheiben runter. Hallo. Shit. Was ist denn jetzt hier los? Scheiben. Ey, nein, 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 nein. Warten Sie, warten Sie. Nein, warten Sie. Ah. Okay, ach, der muss erstmal eine Lücke suchen. Scheiße. Egal. Boah, ist der aber laut. Alter Falter. Mit dem Motor ausschalten. Halli, hallo, Hallöchen. Nee, hier. Fahrzeug festsetzen. Warte, 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 warte. Motor zu laut. Boah, er ist so laut, da hört man sich ja nicht mal gegenseitig. So, okay. Bitte steigen Sie aus. Ja, bitte steigen Sie aus. Ey, machen Sie den Motor auch bitte aus. Oh, danke schön, ey.
Ach, das ist nicht gegen Sie, aber das ist ja wirklich, das ist ja pure Ruhestörung. Wissen Sie das eigentlich? Was macht er da hinten? Okay, warte mal. Könnten Sie uns bitte alleine lassen? Hier gibt's nichts zu sehen. So, bitte, keine Ahnung. Scheiße, ich wegschicken kann. Personalien, den bitte. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. So, wen haben wir denn jetzt hier? Parker Audrey, also Audrey Parker. Abgelaufen ist er noch nicht. Versicherungsschein auch noch nicht. Alles gut. Leider muss ich Sie bestrafen, wa? Ihr Fahrzeug ist einfach zu laut. Dementsprechend. Ich habe 100 Euro Strafe für zu lauten Motor. Warum ist das so teuer? Weil es laut ist. So, jetzt gehen Sie. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Und bitte, wie gesagt, den Motor machen lassen, ja? Dankeschön. So. Oh, das war doch ganz cool gewesen. Bin zwar jetzt gegen die Laterne hier gebrettert, aber egal. So. Oh, haha. Ist der Sound der Police. Oh. Aha. So. Hey. Ah, gut, okay. Hä? Was ist jetzt los? Okay. Alles klar. Sie wissen schon, warum ich Sie angehalten habe? Okay, gut, Sie wissen es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Sie können weiterfahren. Gut. Ey, hallo. Also, dann musst du dich irgendwie entscheiden. Ich weiß jetzt auch nicht, was du jetzt hier machst, kleine Maus. Denn lassen wir es einfach mal so. Ist doof gelaufen. Wir haben uns beide ein bisschen vertan. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Ey. 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 Oh, scheiße. Bleiben Sie stehen. Hey! Weg, weg, weg! So! Ah, steig aus! Mann, du sollst aussteigen! Oh, hier ist aber auch laut die Sirene. Holla die Waldfee! Wo bist du denn jetzt? Hier! So! Verstoß bestrafen! Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Die Reparatur des Wagens kostet wahrscheinlich über das Zehnfache, aber egal. Oh, guck mal, der ist sogar ein leichter Schaden. Boah, das ist ja krass. Gut. Ach, guck mal, der Tempomat, das haben wir es nochmal. Genau, Signalton anhalten und Scheinwerfer. Alles klar. So, machen wir ein Tempomat. Dann wird wahrscheinlich dann die Geschwindigkeit jetzt hier gegeben sein, die wir fahren dürfen. Oh, was haben wir denn da? Uiuiuiui, der kalt aber ordentlich. Oh, fuck, nein! Ach, scheiße! Ah, Mann, warum bremst du doch einfach so ab? Oh. Ja, sie haben ein defektes Rücklicht. So, aussteigen. Ach, shit. Okay, gut. Sie dürfen weiterfahren. Alles ist in Ordnung. Bitte aber kontrollieren Sie Ihr Rücklicht. Das war auf alle Fälle vorher schon defekt gewesen. Ciao, ciao. Oh. Entschuldigung. Eieiei, das ist so teuer. Ey, hier gibt's aber auch irgendwie gar nichts. Was ist denn hier los? Alle parken so ordentlich, alle fahren so weit ordentlich. Ich bin der Einzige, der hier zu schnell fährt. Ah, warte ich! Ach, scheiße, ey! Oh! Scheiße, der ist ja kaputt. Was machen wir denn da? Kann man den irgendwie reparieren? Uiuiui, shit. Ey, so kann ich ja gar nichts sehen.
Nein! Ah! Ach, Kacke! Ah, hier, guck mal hier. Strafzettel. Oh, guck mal, da ist ein Unfall passiert. Hoppala. So. Und zu sehr auf dem Bürgersteig. Ha, mein erster Strafzettel für heute. Ich hab der Stadt Geld eingebracht. Ja, wir rasen einfach jetzt hier so ein bisschen durch. Wow. Oh, oh, okay. Haha. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich gerade schon wieder beginnen, ey. Ich musste gerade mein Fahrzeug wechseln, das war ja dezent kaputt gewesen. Wir haben einen kleinen Unfall gebaut. Und was haben wir hier? Ja, haben wir gleich einen Unfall. So, erstmal abgesichert. Sehr schön. Damit die Leute uns jetzt nicht hier rumfunken können. Hallöchen. Oh, sogar gleich drei Fahrzeuge. Alter Falter, was ist denn hier los? Okay, gut. Ich hatte das Auto voll unter Kontrolle. Gut, ja, das ist schön. Wir fragen mal gleich nach dem Personalien. Wenn möglich den Versicherungsschein. Unterstützung angefordert. Bitte schön, Officer. Ich kümmere mich darum. Oh ja, heute geht's jetzt gleich richtig los. Ja, okay, wir machen kurz so den hier Unfallbericht und dann ist alles in Ordnung. So, hier ist alles in Ordnung. Wir müssen allgemeine Drogen-Alkoholtest hier machen. Also einmal pusten. Oh, na? Ist jetzt nicht allzu schlimm, aber gut, das ist auch nicht. Sie haben Alkohol getrunken. Mal gucken, was die anderen natürlich sagen. Wenn sie natürlich den Anschein gemacht haben, dass sie betrunken waren, muss ich sie leider festnehmen. THC, Antivitaminen sind nicht dabei. Gut, du hörst fresh Musik, du bist also gut gelaunt. Oh, du bist aber auch irgendwie... Ich habe vergessen zu blinken, es tut mir leid. Ah, okay, also siehst du dich selber als Unfallverursacherin? Was ist hier los? Guck mal, der qualmt doch ordentlich. Oh, ihr habt ja alle getrunken, was ist mit euch los? Oi. Oh. Okay. Die ist betrunken. Ich weiß jetzt nicht. Ist das hier im Promillewert gerechnet? Weil die ist auf alle Fälle angetrunken. Wenn du jetzt auch noch betrunken bist, ist hier was los. Okay, hat gar nichts zu sagen. Wir schreiben einfach auf. Er ist taub und stumm. So, Alkoholtest bitte. Das ist schon mal gut. Dann nochmal bitte. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Also ich glaube, die beiden Damen muss ich leider festnehmen. Es kann auch sein, dass die Werte hier anders sind. Oh, naja, das ist natürlich sehr schön. Da müssen wir leider bestrafen, nämlich den Fahrer abgelaufen. Aber da machen wir eine kleine mündliche Verwarnung. Bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Danke, Officer. Gerne doch. So. Sorry, deine Personalien muss ich auch noch aufnehmen. Du bist auf alle Fälle betrunken. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Also würde ich in der Disco sein, dann wärst du, ja, mein Beuteschema, aber so im Straßenverkehr geht das gar nicht. In mir Kock. Gut, dann werden wir mal. Hoppala. Nehme ich noch hier ein paar Fotos machen. Gibt es ja einiges zu fotografieren. Okay. So, wenn der Unfallbericht komplett auf grün ist, dann reicht es vollkommen aus. Ja, die ist auch betrunken. Guck mal, die wankt ja auch hin und her. So, sehr schön. Gut, dann zum einen natürlich hier erstmal der Unfallbericht. Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Und, wie war's? Haltschein einlegen? Nee, das will ich jetzt erstmal. Warte. Das war eigentlich alles in Ordnung, wa? Aber ich würde trotzdem, wie gesagt, Betäubungsmittel. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Oh doch, ey, das muss leider sein. So,
Du bist ja noch ein bisschen heftiger dran. Es kann auch sein, dass dieser Wert, weil sie, guck mal, sie guckt ja wirklich, dass sie betrunken ist. Bei 0,18 bist du nicht mal richtig angetrunken. Vielleicht ist der Wert so, dass er über ein Promille sogar dadurch ist. Ich muss mich da echt mal informieren. Aber hoppala. Auf alle Fälle natürlich auch Betäubungsmittel. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Und dass sie Alkohol genommen hat. Ja, du guckst mich ja schon so an. Okay, hier ist ihr Unfallbericht. Achso, ihr hättet mir den Unfallbericht auch mal übergeben können. Der ist wirklich ausführlich. Ja, man kennt mich dafür. Nee, so, die werden wir jetzt hier allesamt abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So. Achso, warte mal. Bin mal gespannt, was wir hier noch finden könnten. Abtasten darf ich sie ja. Wir müssen ja gucken, dass jetzt keine gefährlichen... Ein Nagelknipser! Menschliche Zähne. Okay, das ist weird. Ach, als würden wir sie jetzt schon fast küssen wollen. Oh Gott, ist die betrunken, ey. Okay, ja. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Boah, da haben wir aber wirklich jetzt hier alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten, wa? Schön, der wird jetzt hier abgeschleppt. Wo ist das andere Mäuschen? Da ist er. So, auch noch mal kurz durchsuchen. Wehe, du hast auch menschliche Zähne, das will mir jetzt so ein bisschen Gedanken machen. Okay. Wir können nochmal durchsuchen, weil durchsuchen, da findet man vielleicht ein bisschen mehr. Aha, guck mal, da haben wir gleich noch jemanden, die können wir gleich mal mitnehmen, die jetzt gerade hinter ihr kommt. Okay, Marianne ist in Ordnung. Entschuldigung. Festhalten. Ich halte sie an, weil sie unerlaubt die Straße überquert. Oh nein, schade. Vielleicht, aber das war ungefährlich. Einmal den Ausweis bitte. Ja, jetzt geht's ja ab. Da ist die Verstärkung, natürlich. Super. Bitte ja gut, jetzt haben wir leider Gottes den Auftrag verloren, weil wir ein bisschen lang gebraucht haben. Okay, das ist noch in Ordnung. Geweitete Pupillen. Oh, 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 oh. Kaugummi. Aber wir können doch keinen allgemeinen Test machen, weil das wäre natürlich auch lustig. Nein! Ah, nein. Ah, ey, ey, ey! Okay. Ich will sie eigentlich auch nicht tasern, warte mal. Ach, darf ich tasern sie einfach. Stehen bleiben, Polizei! Ach, scheiße, der Taser geht nicht so weit. Warten Sie! Unfall, oh, 215 Punkte dafür bekommen. Warten Sie doch mal! Passen Sie auf! Stehen bleiben, Polizei! Nein, oh, wow, das war knapp gewesen. Warten Sie! Wie weit wollen Sie denn noch rennen? Mein Auto ist da hinten. Ich hätte mein Auto vielleicht mal nehmen sollen. So. Nein! Doch! Was rennt sie jetzt weg? Okay, Handschellen anlegen. Einfach nur so. Aber was rennt sie denn da hinten weg? Scheiße, die kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Was hat sie denn eigentlich überhaupt hier? War ich eine komische Stadt, aber auch. Stöcke, Schuhe, Kaugummi. Ein Fidget Spinner? Hä? Also sie scheint ja irgendwie Drogen genommen zu haben. Aber ich habe auch kein... Was mache ich denn da? Betäubung? Kann ich nicht irgendwie einen Test machen? Okay, ich mache hier einfach auf Betäubungsmittel. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Okay, gut, das war... Tun Sie das nicht. Sie ist zwar nicht gefahren, aber egal. Ich Streifenwagen. Brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Gut. Und Batman macht sich wieder auf den Weg. Okay, gut, wir halten hier gerade irgendwie alles auf. Oh, oh, holla die Waldfee. Ach, scheiße. Ah, die Lenkung.
Ja, da war auf alle Fälle schon mal richtig gut gewesen. Hat zwar für einen Stau, für Chaos geherrscht, aber ist auch vollkommen egal. So, melde Rasa mit der Radarpistole. Ja, okay, das können wir auch machen, aber ist jetzt irgendwie auch ein bisschen langweilig. Vielleicht kriegen wir doch irgendwie einen Auftrag rein. Das wäre natürlich eine richtig geile Sache. Oh, der war ja auch nicht ohne gewesen. Warte. Scheiße! Oh, Kacke! Okay. Weiter geht's. Fahr zu schnell. Ey, ich muss den Verdächtigen finden. Oh. Okay. Der Wagen qualmt mal wieder. Oh, scheiße, ey. Die Arbeit wird mich hassen. So. Shit, puff. So, sind wir hier richtig? Ja. Okay, dunkelhäutig, dunkle Haare. Gut, Anzug wird natürlich ein bisschen schwer. Man weiß immer nicht, ob der Anzug hier trägt. Jetzt müssen wir nach den Suchen fahren, oder was? Da gucken wir uns mal um überall, wo hier Personen sind. Also können wir so ein Beispiel hier in Anwesen sehen. Das ist er nicht, das war ja schon fast klar gewesen. Was hat er überhaupt? Bewaffnet? Nein. Ja, warte mal, könnte das sein? Das könnte er sein. Hallöchen. Ja, ich weiß. Hallo. Einmal festhalten. Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Das muss ein Fehler sein. Ja gut, Ihren Ausweis bitte. Okay, wir können auch mittlerweile den Grund dazu angeben, warum wir ihn festhalten. So, Hall, Benjamin Hall. Nee, Benjamin, das ist alles richtig. Was wird Ihnen eigentlich vorgeworfen? Okay, gut, ey, wir müssen einfach gucken, wa? Ich weiß nicht, was Ihnen vorgeworfen wird. Also, das war alles in Ordnung. Ihren Ausweis, bitte. Oh, den hat wir schon. Was soll ich? Ja, natürlich. Bitteschön. So, aber es gibt ja auch noch Durchsuchen, da kann man ein bisschen mehr finden als beim Abtasten. Etwas Plastik, ein Ball und eine Salatgurke. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen sollte. Betäubungsmittel. Ah! Verhaften, hier steht's auch. Okay. Tatort. Führerschein, falls ihr Kennzeichen gestohlen ist. Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Ah, cool. Bitte tun Sie das nicht. Doch, muss ich. Okay, müsste ja eigentlich jetzt alles richtig gewesen sein. Bei mir. Um eine verdächtige Person festzunehmen. Aufs allererste Mal. Hier kommt immer mehr Sachen dazu. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Gut. Ja. Du bleibst jetzt hier stehen, wartest und ich gehe wieder zu meinem Wagen. Oh, krass. Richtig viele Punkte bekommen. Hab dich. Oh, ich bin Kopfgeldjäger. Ach du Scheiße, mein Wagen sieht aber auch kacke aus. Gut, weiter geht's. Da sind schon die Kollegen, die holen jetzt ab. Sehr schön. Okay, und wir machen uns jetzt hier weiter ein bisschen auf Streife. Vielleicht finden wir noch irgendjemanden Verdächtigen. Oh! Okay. Habt ihr mal Schwein gehabt? Die Polizei ist nämlich schon da. So. Warte mal, mach mal ein Blaulicht wenigstens an. Das nehme ich hier so ein bisschen professioneller aus, wenn das Blaulicht dabei noch leuchtet. Officer Miller ist zur Stelle mit einem kaputten Wagen. Egal. Gut. Was ist denn hier passiert? Hallöchen, na? Wir befragen dich erstmal. Diese Person ist über eine rote Ampel gefahren. Die mit dem Handy beschäftigt ist? Keine Sorge. Mein Hasekind, den werde ich rausziehen. Zuallererst deine Personalien bitte mal. Wenn wir schon dabei sind. Bitteschön, Officer. Dankeschön. Auf alle Fälle macht es einen relativ normalen Eindruck. Konzentriert, fokussiert. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Sehr schön.
Da Sie Beteiligte eines Unfalls sind, möchte ich gerne trotz all den einen Test Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer ausschließen. War kein cooler Satz gewesen, aber egal. Das sieht alles gut aus. Sie sehen mir auch so aus, als wären Sie nicht so eine, die irgendwelche Sachen nimmt, damit ein Auto hier fährt. Alles klärchen. Sehr schön. Gut, die Sachen gucke ich mir gleich mal an. Vielleicht haben wir hier auch noch ein paar Zeugen. Haben wir Zeugen hier? Nee. Hat keiner was mitbekommen? Okay. So, bin mal gespannt, was du jetzt hier zu sagen hast. Schon dein Anwalt angerufen? Die Ampel war grün, als ich gefahren bin. Gute Frage. Jane Robinson, alles hier ist in Ordnung. Versicherung auch in Ordnung. Ja, grün, natürlich. Jetzt haben wir leider keine weiteren Zeugen. Auch Test von Alkohol und Drogen müsste ich ganz gerne mal machen. Nuller, sehr schön. Bin stolz auf Sie. Und einen Drogentest müssten wir auch noch machen. Dann mache ich noch ein paar Fotos. Ja, und dann ist die Sache eigentlich auch schon klar. Abschleppen lassen, beide sind in Ordnung. Ja, alles gut. Also mal was ganz Entspanntes. So, Fotoapparat. Hier noch irgendwas kaputt? Ja, lag mal die Scheiben. Sehr schön. So, hier ein paar kleinere Fotos machen. Zack, alles geschafft. Gut, der Unfallbericht, meine Dame. Tut mir echt leid, ich wünsche Ihnen trotzdem einen angenehmen Tag. Lassen Sie sich... Ja, so bin ich. Man hat mich auch damals immer so ein bisschen, ja, als den Streber der Nation bezeichnet. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Fahren Sie. Aber gut. Nicht mit dem Auto. Ihr Auto ist ja kaputt. Oh. Okay. Gut. Na gut, ich fahre ja mit meinem Auto auch. Von daher ist auch vollkommen egal. Ja, gut, weiter geht's. Nächste Mission. Wir warten. Hallo. Boah. Ey, was ist... Ach, Mann, ihr seid immer selber schuld. Was bremst ihr rum ab? Okay, auf zum Unfall. Nein, wo ist mein Unfall? Nein! Oh, scheiße, Vorsicht! Oh. Okay, gut, ich wurde degradiert. Ich soll die Nachtschicht übernehmen. Obwohl da wesentlich mehr los ist. Aber ich glaube, da fällt es einfach nicht mehr so auf. Das... Ja, die reden auch über mich, muss ich echt mal sagen. Ich bin jetzt so richtig zum Gespött für die Leute geworden. Aber ich darf mit meinem Wagen fahren. Ist ja auch schon ganz gut. Und ist wieder ganz. Ja, schon mal viel, viel besser. Also, auf geht's. Wir fahren jetzt auf Streife. Oh, warte, ich fahr schon jetzt schnell? Oh. Sind aber auch alle pingelig, ey. Gut, okay, ja, ich will mal gucken, können wir uns hier irgendwie eine Route machen? Ich stelle Straßenzettel aus, können wir gleich machen. Kurz mal einen Polizeicomputer gucken. Ja gut, dann fahren wir jetzt hier einfach geradeaus und ja, irgendwie einmal hier rum. Würde ich jetzt mal sagen. Ach, da steht schon jemand, schade. Oh! Ja! Das ist natürlich, ich ahne Böses. Hä? Wo waren es gewesen? Verkehrsunfälle. Sichere die Unfallstelle, indem du Notlicht ausrüstest. Du findest sie im Kofferraum deines Fahrzeugs. Befrage die Leute und Fahrer, um den Unfall zu ermitteln und auszulösen. Vergiss nicht, alles gründlich zu untersuchen. Welcher Unfall? Ist der hier vorne? Ich sehe nur ein Fahrzeug. Was ist denn da passiert? Okay, ah, komm. Wir holen unsere Notlichter hier raus. Wie kann ich die jetzt hier ausrüsten? Da. Und nun?
Ah. Oh, scheiße, da liegt ja eine Person. Oh nein, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Keine Fackel werfen. Nein, 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 keine Fackel werfen. Okay, gut. Ja, die Person wurde lokalisiert. Ach du Scheiße. Madame, Rettungswagen. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Alles möglich, was sie haben. Ach du Scheiße. Oh, oh, was ist passiert? Okay. Ich bin ganz normal gefahren. Ja, das sieht man. Die liegt doch ganz normal da. Haben wir hier Zeugen? Zeugen, Zeugen, Zeugen. Polizei, bitte, 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 bitte. So. Aha, THC. Okay. Was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leicht. Ich habe Schmerzen. Wir müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? So, Entschuldigung, ich muss kurz mal ein Foto davon machen. Ich gehe zum Krankenwagen. Was? Ah, okay. Oh, Ihnen geht's gut. Kann ich Sie befragen? Eieieiei. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Hä? Wer übernimmt den Unfall? So. Hier. Ihr Unfall. Nein. Haben Sie einen Bericht? Ah, was mach ich denn hier? Mann, voll vertippt. So, Alkohol. Boah. Oh, wow. Der ist auch noch betrunken, da kommt ja alles hinzu, ne? Hier Personalien. Und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ich kümmere mich darum. Okay. Gut, mein Junge, ohne Umschweife, sofort Festnahme von Betäubungsmittel. Alkoholmissbrauch. Festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte, Officer. Nee, eben nicht. So, ansprechen. Hier, Gefangenentransport holen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Bist du eigentlich Ethan Phillips? So, den können wir hier abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Gut, dann werden wir jetzt nämlich zu dieser verdächtigen Person fahren. Bewaffnet, unbekannt, okay. Hier haben wir ihn durchsuchen und festnehmen. Ist hier irgendwie ein Haftbefehl? Ein Haftbefehl steht da jetzt erstmal nicht drin. Dass sie wahrscheinlich hier aufgefahren ist, er ist hinten reingefahren aufgrund des Abbremsens. What the fuck? Wow! Was ist denn hier los? Wo kommt sie denn her? Ja. Zentrale, wir haben noch einen Unfall. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.